Was? Ja, Eduard, fang an. Wie, fang an? Ja, guck, die gucken schon alle zu. Ach, die gucken. Stimmt, ja, gucken ja schon alle zu. Ja, also, hallo, ich bin der Eduard, das ist Jack. Nee, du sollst in der Geschichte anfangen. Die wissen doch, wer ihr sind. Ach, die wissen, wer wir sind. Ja, die wissen, wer ihr sind. Gut, dann fange ich mal an. Ja, mach das endlich. Ja, jetzt. Mensch, jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Fang an, vom Anfang. Vom Anfang. Gut. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, so sagt es die Bibel. Und am ersten Tag, als er gearbeitet hat, da hat er gesagt, ich möchte hier ein Licht erschaffen. Und dann hat er das Licht erschaffen. Einfach nur, indem er gesagt hatte, es werde Licht. Wie Licht? Die Sonne oder was? Nein, nicht die Sonne, die kam später. Einfach nur Licht. Und dann hat er gesagt, die Helligkeit hier und die Dunkelheit da. Und hat das eine Tag genannt und das andere Nacht. Einfach so, ohne Sonne, ohne Lampen, ohne Taschenlampen. Ja, ohne Sonne, ohne Lampen und ohne Taschenlampen. Ohne Kerzen. Ohne Kerzen. Das war alles noch nicht da. Und das war am ersten Tag. Und das war der erste Tag. Und als Gott da fertig war, sagte er, das Licht und die Dunkelheit, so wie ich das geschaffen habe, Tag und der Nacht, die sind sehr gut. Okay. Und dann, was kommt dann? Dann schuf Gott den Himmel am zweiten Tag. Den Himmel, da wo er wohnt. Nicht da, wo er wohnt. Den Himmel, so, den wir sehen, wenn wir nach oben gucken. Die Wolken und das Blaue und die Sterne. Ja, die Sterne noch nicht, aber ne, der Himmel und die Wolken, das, was wir sehen, wenn wir hochschauen. Und dann hat er da den Himmel oben und das Wasser unten. Weil am Anfang war das alles nur Wasser auf der Erde. Da gab es noch keinen Himmel, noch keinen blauen Himmel, so wie wir ihn heute kennen. Und als Gott fertig war, da sagte er, Sehr gut. genau, da sagte er sehr gut. Ne? Das Gott sagte nicht, das passt so, das ist nicht ganz fertig, aber lassen wir es so, sondern er sagte, sehr gut. Sehr gut. Genau. Und dann? Dann kam der dritte Tag, wo Gott sich das anschaut und sagt, okay, jetzt habe ich einen Himmel hier, jetzt habe ich da Wasser da unten, da fehlt doch noch was. Und dann hat Gott das Land geschaffen. Wie das Land. Ja, das Land, auf dem wir jetzt laufen, auf dem wir unsere Häuser bauen, auf dem wir Straßen bauen, Spielplätze bauen. Ja, das Land, wo Gras wächst. Oh. Ja, und dann hat er das Land vom Wasser geteilt und gesagt, hier ist das Land, da darf kein Wasser drüber kommen. Und da ist das Wasser, da darf kein Land drüber kommen. Aber was ist mit den Flüssen und den Seen? Ja, die fließen durch das Land. Und die Seen sind im Land, aber die überschwemmen das Land ja nicht komplett. Ach so. Genau. Und dann war er fertig. Nein, noch nicht ganz. Nachdem Gott das Land und das Meer getrennt hatte, hat er gesagt, das Land sieht noch so leer aus. Dann hat er gesagt, ich lasse hier Pflanzen blühen. Pflanzen? Ach, du meinst Blumen und Gräser und Kräuter und Erdbeeren. Ja, genau, aber noch mehr. Auch die Bäume hat er wachsen lassen. Ja, diese großen Bäume in den Wäldern, die Tannenbäume, die riesigen Mammutbäume in Amerika, diese komischen Bäume, die so komisch wachsen, ne? Ach, die hat er auch alle geschaffen. Ja, die hat er auch alle geschaffen. Und die auch die Bäume, auf die ich so gerne klettere. Auch die Bäume, auf die du sehr, so gerne kletterst. All das hat Gott geschaffen. Und die Blumen. Und die Blumen. Und das Gras. Und das Gras Und das Moos. und das Moos. Alles hat Gott am dritten Tag geschaffen. Und dann war er fertig. Und hat gesagt, es war gut. Dann war er fertig und hat gesagt, es war sehr gut. Ach ja, sehr gut. Genau, ne? Nicht gut, nicht okay, sondern sehr gut. Und dann kam der vierte Tag. Ja, dann hat er bestimmt die Spielzeuge gebaut. Nein. Nicht die Spielzeuge. Dann hat er die Sonne, den Mond und die Sterne geschaffen. Sonne, Mond und Sterne. Ja, genau. Damit die Sonne uns am Tag Licht gibt, damit wir genug sehen.
Und den Mond, damit wir in der Nacht genug sehen. Und die Sterne, falls der Mond mal nicht scheint, damit wir immer noch sehen, da sind die Sterne und wir können uns orientieren, wo es geht, wo geht es lang. Und die Schiffe können auch gucken, in welche Richtung sie fahren. Ach so, das hat Gott am vierten Tag erschaffen. Genau, am vierten Tag. Sonne, Mond und Sterne. Sonne, Mond und Sterne, ganz genau. Und es war sehr gut. Genau, es war sehr gut. Und dann, was kam dann? Dann kam der fünfte Tag. Dann hat Gott gesagt, jetzt habe ich eine Erde voller Land, voller Pflanzen, voll Wasser. Und es fehlen die Tiere. Genau, es fehlen die Tiere. Und das hat er dann geschafft, die Fische, die Dinosaurier und die Vögel und... Ja, warte mal. Er hat angefangen mit den Wassertieren, ja, mit alles, was im Wasser schwimmt. Fische. Genau. Wale. Ja. Muscheln. Ja, alles, was im Wasser ist. Wale, Haie, Robben, Muscheln, Krebse, alles hat er geschaffen. Und dann hat er sich gesagt, ja, der Himmel ist auch noch so leer. Ich brauche etwas, was durch den Himmel fliegt. Und dann hat er Vögel geschaffen. Ah, auch die Tauben und die Spatzen und die Raben. Ja, auch die Tauben, die Spatzen und die Raben und noch mehr. Adler, Greife und alles, was da so durch den Himmel fliegt. Oh, hat er ganz schön viel zu tun gehabt. Genau, hat er ganz schön viel zu tun gehabt am fünften Tag. Hm. Und dann hat er gesagt, es war sehr gut. Genau, dann hat er gesagt, es war sehr gut. Und dann kam der nächste Tag. Dann kam der nächste Tag, wo Gott gesagt hatte, gut, jetzt habe ich im Wasser was, jetzt habe ich in der Luft etwas, jetzt fehlt mir nur noch etwas auf der Erde, da bewegt sich gar nicht so viel. Ja, nur Bäume und Wiesen und Büsche. Genau, aber da war ja sonst nichts. Also hat Gott gesagt, jetzt erschaffe ich die ganzen Landtiere. Tiger und Löwen und Schlangen. Tiger und Löwen, Schlangen und noch viel mehr. Ja, Hunde, Katzen, Käfer, alles, was auf dem Land rumläuft. Und Dinosaurier. Und Dinosaurier. Auch die mit den langen Hälsen. Auch die mit den langen Hälsen. Und ein T-Rex. Und ein T-Rex. Und der T-Rex hat die alle gefressen. Nein, hat er nicht. Der T-Rex hat damals noch keine Tiere gefressen. Wie? Ich kenne doch den T-Rex nur, dass er andere Dinosaurier frisst. So. Ham! Ham! Genau. Ja, so war das später. Aber jetzt noch nicht. Als Gott ihn geschaffen hat, hat er noch keine Tiere gefressen. Ach so. Was hat er dann gegessen? Oh, keine Ahnung. Wahrscheinlich Gras oder Büsche oder so. Seltsam. Ja. Und das war der sechste Tag. Nein, da war Gott noch nicht fertig. Gott hat gesagt, jetzt habe ich da Tiere, aber jetzt brauche ich noch jemanden, der hier über all das aufpasst und alles, ja, alles ordnet und allen Tieren einen Namen gibt. Und dann hat er einen Aufpasser dahin gesetzt. Ja, so ähnlich. Ein Engel? Nein, kein Engel. Da hat er ein bisschen Erde genommen, hat die Erde geformt. Und hat er seinen Atem da reingepustet. Und so hat er den ersten Menschen geschaffen. Wie, aus Erde? Aus Erde. Einfach so, aus Dreck? Naja, nicht Dreck, aus der Erde. Ja, da hat Gott den Menschen gemacht. So, wie Gott selber ist. Wie Gott selber ist? Wir sehen so aus wie Gott? Nein, aber wir sind Gott ähnlich. Wir können denken, wir haben Gefühle. Wir können kreativ sein, wir können Leute lieben. Ah. Siehst du? Und die Menschen haben den Tieren alle ihre Namen gegeben. Und wenn sie neue Tiere finden, dann kriegen diese Tiere auch einen Namen. Ach so. Und das hat Gott den Menschen gesagt, ja? Du darfst über die Erde herrschen, du sollst aufpassen, was du auf der Erde machst und gib den Tieren allen ihren Namen. Ja? Du bist jetzt der Aufpasser über die Erde, Mensch. Ach, wir sind jetzt die Aufpasser über die Erde. Genau. Und wir sollen aufpassen, dass alles gut läuft. So wie man auf einen Garten zu Hause aufpasst. Damit dann die Blumen und die Erdbeeren blühen, die man da anpflanzt. Und Tomaten. Und Tomaten. Und Gurken. Und, ja,
müssen wir jetzt nicht alles aufzählen, aber damit das alles gut wächst, muss man das pflegen und gießen und gut aufpassen. Tatsächlich. Und dann kommt der 7. Tag. Oh, ja, dann kam der 7. Tag. Und Gott hat gesagt, was denn? Dann hat Gott Pause gemacht. Wie Pause? War Gott müde? Nein, Gott war nicht müde. Wieso denn? Ja, weil Gott wollte uns zeigen, dass wir nicht nur arbeiten sollen, sondern dass wir auch mal Pause machen sollen. Wie, also Gott war nicht müde, sondern hat den 7. Tag Pause gemacht, nur für uns? Genau, nur für uns, damit wir sehen, wir sollen arbeiten, aber wir sollen auch mal einen Tag nehmen, wo wir uns ausruhen, wo wir nicht nur an die Arbeit denken. Über was sollen wir dann nachdenken? Na, über Gott und über das, was wir getan haben, ob das gut war, ob das schlecht war. Einfach mal ein bisschen nachdenken, wie alles gelaufen ist und auch Gott danken dafür, dass wir Ruhe haben, dass wir uns ausruhen dürfen und auch für alles das, was wir haben. Für mein Spielzeug. Für dein Spielzeug zum Beispiel. Für meine Freunde. Für deine Freunde darfst du danken. Für meine Eltern. Für deine Eltern darfst du auch danken. Warte mal. Hat Gott am 6. Tag, als er die Menschen geschaffen hat, auch gesagt, es war sehr gut? Ja, natürlich. Als Gott die Menschen geschaffen hat, hat er auch gesagt, das war sehr gut. Das heißt, ich bin auch sehr gut. Das heißt, du bist auch sehr gut. Du bist auch gut. Ich bin auch sehr gut. Obwohl du so dick bist. Ja, obwohl ich so dick bin. Gott liebt uns alle. Oh, so ist das also. So ist das. Das war, wie Gott die Erde und alles, was auf der Erde ist, geschaffen hat. Ach so. Okay. Und wie geht's weiter? Und wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Noch nicht. Hier noch nicht. Wie hier noch nicht? Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Was haben die Menschen denn gemacht? Ja, in der nächsten Folge. Das erfahren wir später. Ne? Also, Kinder, guckt dann später nochmal rein, wenn die nächste Folge rauskommt. Dann erfahrt ihr, wie es weitergeht, wie es weiterging, nachdem Gott alles geschaffen hat. Ja, aber ich will nicht warten. Doch, jetzt musst du ein bisschen warten. Ah, das ist doof. Ja, ich weiß, aber wir brauchen Zeit. Wir müssen die nächste Folge auch noch irgendwann filmen. Hm. Na gut, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.